Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, die nochmal mit zum Engel und zu einem neuen Part. The Legend of Zelda. Nicht A Link Between Worlds, Link's Awakening hieß das Spiel. Ja. Hier haben wir immer diese Statuen. Ja, die sollen uns nicht weiter verwirren. Hier geht's jetzt in diesen Tempel. Na, was werden wir darin sehen? Der Wurmpalast. Hier haben wir schon die ersten Rätsel. Können wir die verschieben? Scheinbar nicht. Und wir können hier weitergehen. Hier haben wir schon die ersten Gegner, die wir bekämpfen können, müssen. Können, müssen, sollen, dürfen. Hier haben wir einen Schalter. Aha. Eine Truhe. Sehr toll. Eine Truhe. Da hole ich mir doch gleich mal den Schatz draus. Einen Schlüssel. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Dann lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Aha. Na dann schauen wir mal, wie weit wir hier im Dungeon noch kommen. Ist so ein bisschen nach den alten Teilen gerichtet. Ist ja auch ein alter Teil. Link's Awakening ist ja von 93 bis 93 das Spiel. Ein Hintergrundinfo, die ich erhalten habe, als ich ins den Videobeschreibungstext im ersten Part erstellt habe. Eine Karte. Du hast die Labyrinthkarte erhalten. Drücke Y. Quatsch. Drücke Minus, um einen Blick auf sie zu werfen. Aha. Karte. Okay, hier sind wir. Ich würde mal unten nochmal nach links gehen. Das finde ich schlecht. Es war da noch was erkunden. Damit wir wirklich alles erkundet hätten. Wollen wir hier keinen Raum übrig lassen. Und was sagen wollte, es gab auch schon im... Oh, ein weiterer Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. So sahen die Dungeons auch. Oha. Ich werde eingesperrt. Sahen die Dungeons auch schon im ersten The Legend of Zelda für den NES aus. So quadratische Räume, die man so Sandbox-Dinge nebeneinander packen konnte. Die nebeneinander gepackt wurden. Du hast den Kompass erhalten. Nun kannst du sehen, wo sich Endboss und Truhen befinden. Außerdem zeigt dir ein akustisches Signal an, wenn du einen Schlüssel in der Nähe, wenn einen Schlüssel in der Nähe hast. Aha, Upgrades. So sieht's aus. Hier haben wir den Boss. Da haben wir das Trifox. Aha, und hier haben wir Truhen. Sehr interessant. Ich muss sowieso nach links. Also ich mache hier die Tür auf. Aber ich gehe erstmal nach links. Nach links und dann nach oben. Von dort aus. Alles klar. Klingt doch nach einem Plan. Ja, unser erster Dungeon hier, unsere erste Höhle, unser Schloss oder wie das genannt wird. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wie hieß das nochmal? Ich habe es gleich wieder verdrängt. Wurm. Irgendwas mit Wurmschloss oder? Keine Ahnung. Sorry. Es war so unwichtig, dass ich es gleich wieder verdrängt habe. Oh, hier haben wir den ersten Wurm. Wurmpalast, genau so war das. Den ersten Wurm, den es zu besiegen gilt. Der war nicht zu schwer zu besiegen. Okay, nach links wollen wir. Aber da kommen wir erstmal nicht lang. Ah doch, da kommen wir lang. Mit Bomben. Oh, verdammt. Da bin ich natürlich reingesprungen. Und wo die noch kriegen, die Bomben? Kriegen wir bestimmt noch irgendwo ein paar Bomben. Versuchen wir mal nicht ohnmächtig zu werden. Na. Okay, das können wir nicht. Wir können ein Tor öffnen. Okay, das führt jetzt dort weiter. Dann nutze ich das mal hier. Gehe hier entlang. Ist bestimmt nützlich. Oh verdammt. Sollte mich nicht so oft treffen lassen. Oh verdammt. Ich werde von den roten Kügelchen hier getroffen.
Eine Eule. Eine Eulenstatue. Die Statue sagt etwas, aber ohne ihren Schnabel verstehst du sie nicht. Aha, wir müssen ihren Schnabel finden, also. Aha, und jetzt kommen wir hier durch. Ich verplempere hier das ganze Pulver. Das Zauberpulver. Wie komme ich denn hier durch? Durchdrücke nicht. Okay. Ein Herz. Ein Herz für links. Ein Herz für Adventure-Helden. Action-Adventure. Heißt das, glaube ich. Ist das Genre von diesem Spiel. Also dann gehen wir mal hier nach rechts, oder? Aha, jetzt hat sie geklingelt, weil eine Truhe in der Nähe ist, oder was? Ja, toll. Die Batterieleistung lässt nach. Ein weiterer Schlüssel. Damit lässt sich fast jedes Schloss eröffnen. Eröffnen. Ja, eröffnen ist das Schloss in gewisser Weise auch. Erschließen lässt sich das Schloss. Und aufschließen. Ja, und auf. Skelett. Das besiege ich. Skelett. Was ist dein Teil der Macht? Ein Teil der Macht besiege ich dich, Skelett. Damit sollte es doch kein Problem werden, dich zu besiegen. Kommst du her? Ich renne jetzt nicht in die Sonne rein. In die Feuerkugel. Wie auch immer. Kommst du her? Noch eine Truhe. Ich sehe sie. Öffne sie. Ein Rubin, ein roter Rubin. 20 Rubine sind's. 20 Rubine ist es wert. Da fällt er runter. Sehr gut. Wir sollten nicht mehr runterfallen mit einem halben Herz. Ist das ungünstig, äußerst ungünstig. Au, verdammt. Er ist ohnmächtig geworden, der Link. Game over. Tja, wir versuchen es erneut. Wir werden wieder am Eingang des Wurmpalasts abgesetzt. Okay, dann müssen wir jetzt nach rechts. Geradeaus, links, geradeaus und dann rechts. Oh verdammt. Die kleinen Viecher, die sind unangenehm. Die will mich immer angreifen, an mir feststecken. Aber ich habe mich in ein Loch gefallen. So, ein Wurm. Ein Wurm in einem Tempel im Boden. Na, kommst du her? Ein Rubin. Ist wirklich nur ein Rubin. So, haben wir noch einen Wurm. Ich wollte gerade sagen, lass uns mal nicht treffen. Ach, das sind 10er Rubin. Wenn ich mich richtig erinnere. Ah, da können wir noch durch. Da können wir durch. Wo das Skelett ist. Sehr gut. Der ganze Aufwand für einen Rubin. Na toll. Skelette sind wirklich einen Aufwand nicht wert. Ist hier wirklich... Ah! Hilfe! Das Verdammte. Verdammten Feuerbälle hier. Es ist doch hier. Es gibt's doch nicht. Verdammt. Das müssen wir ja aufpassen. Ich soll hier nicht sterben. Ich glaube, die verfolgen uns. Oder was ist hier los? Oha. Hier geht's aber voran. Aha. Eine Lotterie oder was? Das ist falsch. Sehr gut, da gibt's was für. Eine Truhe. Sehr gut. Hoffentlich ein Herz. Aha,
Du hast einen Schnabel aus Stein erhalten. Jetzt fehlt dir nur noch die eine Eulenstatue an, die dir passt. Zum Beispiel hier. Stachis musst du erst mit dem Schild abwehren. Aha. Okay, die gibt uns hilfreiche Tipps. Mehr oder weniger hilfreiche Tipps für den Dungeon. Ach, Dreck. Schon wieder Game Over geworden. Und die Items haben wir noch mit dabei. So fair ist das Spiel, oder was? Da verlieren wir mal Items. Ja, den Schnabel haben wir noch mit dabei. So, wo war die andere Eule? Die war da oben. Im obersten. Im obersten Raum. Oberstraum. Salut. Und da war die Eule. Wir schauen uns das mal an. Auch wenn das meistens etwas unnütze Tipps sind. Die sind jetzt nicht so nützlich. Also kann man schon selbst drauf kommen. Zumindest den, den wir bisher hatten. Der war jetzt nicht so, also dass ich jetzt gesagt habe, ah, okay. Den hätte ich jetzt nicht gesagt. Das wusste ich so noch nicht. Öffnet sich eine Tür, verschiebt sich, verschiebe einen Block. Was öffnet sich eine Tür nicht, verschiebe einen Block. Ah, okay, das ist ein hilfreicher Tipp. Dafür hier. Ja, das ist doch. Ah, Stachis müssen mit dem Schild. Verdammt. Sind doch hilfreich, die Tipps. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Sind doch teilweise sehr hilfreich. So, Stachis besiegt. Du hast noch einen Tipp. Stachis musst du erst mit dem Schild abwehren. Ja gut, das ist jetzt ein doppelter Tipp, aber... Gut. Ach du Schande, was haben wir denn hier? Haben wir ein unterirdisches Areal. Ein 2D-Areal. Sind das Gumbas? Ach du Schande. Auf die kann ich nicht springen, oder was? Aha. Ich mal versuchen, den mit einem Zauber zu bestreuen. Verdammt. Oh, hat sich in einen 10er-Rubin verwandelt. Boah. Kann man auch besiegen. So ist es nicht. Und was haben wir denn hier? 3 Herzen. Aber wie kommen wir ran? Da kommen wir noch nicht ran. Verdammt! Schwimmen 3 Herzen über mir. Ich komme nicht dran. Auwei. Mein Blatt. Oder eine Feder. Sieht eher aus wie ein Blatt. Du hast die Gräfenfeder erhalten. Du fühlst dich plötzlich viel leichter. Aha. Kann ich jetzt? Kann ich nicht. Ich dachte. Weil ich leichter bin. Gräfenfeder kann ich dir einsetzen hier. Wäre eine Möglichkeit. Inventar. Macht dich so leichtfüßig, dass du Luftsprünge machen kannst. Nehmen wir mal auf X. Das ist schon sinnvoll. Dann können wir, glaube ich, auch über solche Dinger weg. Ja, das können wir, glaube ich, machen. Es ist nützlich. Können wir jetzt fast einen Jump'n'Run draus machen. Sehr gut. Da die Feder auch nicht verbraucht wird. Versuch mal was. Ja, sehr gut. Da können wir jetzt drüber. Ich verschwinde lieber. Warte mal. X. Sehr gut. Können wir jetzt Hindernisse überwinden. Sehr toll. Das freut mich doch. Okay, das können wir nicht verschieben. Da wollen wir nichts überwinden. Können wir nichts überwinden. Hier wollen wir was. Ach, da können wir einen Schlüssel reinpacken. Sehr schön. Ach, verdammt. Muss man natürlich X drücken.
Sehr gut, jetzt habe ich den letzten Schlüssel verbraucht. Ja, hier ist eine Truhe, ich sehe sie. Du hast den großen Schlüssel erhalten, jetzt kannst du die Tür zur Bosskammer öffnen. Es war tatsächlich nötig, dass wir uns erstmal die Feder holen, damit wir hier überhaupt erst hinkommen, den Bossschlüssel zu holen. Aha, und wo ist die Bosskammer? Ach so, die ist, da muss ich rechts lang. Okay, hier, die können wir nicht verschieben. Verdammt. Das Herz brauche ich. Ich brauche volle Lebenskraft für den Boss. So, rechts lang. Jetzt kann ich da nämlich drüber springen. Ah, verstehe. So läuft das hier. Hier sollte ich nicht viel zu viel Energie verbrauchen. Sonst gehe ich wieder Game Over. Was nicht schlimm ist. Ich verliere nichts. Das ist ein sehr barmherziges Legend of Zelda Spiel hier. Ist gut. Bei Mario würde ich alles verlieren. Oder bei anderen Spielen generell. Ist normalerweise bei Pokémon würde ich sowieso. Pokémon würde ich alles verlieren, was ich habe. Pokémon Mystery Dungeon. Da denke ich gerade dran. Ah, eine Abkürzung. Damit ich alles, alle Items in meinem Inventar kläglich verlieren. Und X. Sehr gut. Auwei. Ein Zwischenboss. Jetzt brauchen wir das hier. Und hops. Na komm. Auwei. Auwei. Lass uns wirklich drüber springen, wenn es erst rollt. Na komm. Das kriegen wir doch hin. Müssen wir nicht nochmal Game Over gehen. Ach, verdammt, mein Fehler. Na, kriegen wir das hin? Kommen die Lebens zum Boss? Oder war das schon der Boss? Aha, da haben wir irgendwas aufgesammelt. Nee, das war noch nicht der Boss. Natürlich nicht. Was machen wir hier? Aha. Zum Eingang zurück. Ja, okay. Mist. Können wir mal hier. Verdammt. Sehr gut. Ist gar nicht die Feder zuständig für. So voran geht's hier. Oha. Hier wird nochmal darauf geachtet, dass ich nicht heile zum Boss komme. Hier geht's nochmal runter. Ist nochmal Gumbas besiegen. Heilung. Aha, hier ist nochmal Heilung vor dem Bosskampf oder was? Oder wie? Oder was? Warum? Wie? Weshalb? Ja, da ist der Boss. So sieht's aus. Schnell bevor. Verdammt. Bevor das passiert. Oha. Moldorm. Der Bossgegner. Ich verstehe. Verstehe, wie wir den besiegen können. So nicht. Aha. Ach so, hier hätten wir das. Ja gut. So habe ich das nicht verstanden. Hätten wir die Chance gehabt, uns zu heilen. Ja gut, der erste Versuch beim Bosskampf. Das war ja jetzt. Das war zu erwarten. So, wir haben mehr Abkürzung hier. So ist es nicht. Muss man nochmal den ganzen Dungeon hinter uns bringen. Können wir abkürzen. Verdammt. So, Bosskampf.
Das muss man hier tun. Na komm. Kann drüber springen. Auweia. Nein. Was mach ich denn? Dreimal muss ich den, glaube ich, noch hitten. Hitten. Wie das typische YouTuber. Englisch. Ausweichen. Nicht getroffen werden. Ein halbes Herz habe ich noch. Verdammt. Drankommen, drankommen. Ich muss mal an den Schwanz rankommen. Den Schweif. In einem halben Herz ist das ein bisschen scheiße. Ach, der tut mir gar nicht weh, oder was? In dem Zustand. Was? Ich muss den gar nicht dreimal treffen. Ich muss den noch mehr treffen. Auwei. Ha. Ausweichen. Oha, er macht noch eine Runde. Und keine Heilung. Oh, Kacke. Na komm. So schwer ist das hier nicht. Ach, der ist im Dauerzustand. Jetzt hier. Verdammt. Jetzt hätte man noch einmal hitten müssen. Na komm, so schwer ist der erste Boss hier nicht. Es wird noch schwierigere geben. Den kriegen wir hin. Abkürzung. Jau, rein mit uns. Verdammt. Hier bitte nicht so viel Schaden nehmen. Jetzt müssen wir natürlich nochmal von vorne anfangen. Der erste Schlag ist ja nicht so schwer. Jetzt müssen wir nur ausweichen hier. Um keinen Schaden zu nehmen. Verdammt. Verdammt! Es läuft ganz schlecht. Ich muss nur ein bisschen ausweichen und auf die Kugel am Arsch. Ja, auf die Kugel am Arsch drücken. Draufschlagen. Nicht drücken, sondern draufschlagen. Wichtig ist mir die Federn aber ein wenig. Oh wei. Schon ein Herz verloren, ein ganzes Herz, das ist schlecht hier. Ich meine, man kann es jetzt auch so schaffen, wenn man sich ein bisschen bemüht. Au. Ein ganzes Herz schon, ein Herz habe ich noch. Das kann ja nichts werden. Ach, was mache ich denn? Gift bin ich, statt zu schlagen. Ja. Zeige jetzt Fail. So sieht das aus. Er merkt er meinen Skill. In der Legend of Zelda. Das wird noch frustrierend. Bei größeren Boss-Levels. Das ist ja jetzt hier. Das ist wahrscheinlich Pippi. Ja, ich setze hier genau das falsch ein. B ist das Schwert. Verdammt. Schon so viel verloren hier. Und welche geht die Switch noch alle? Verdammt. Dünnst die Feder, glaube ich, mal nicht. Konzentriere mich aufs Ausweichen und aufs Runterfallen. Nehmen wir das Herz. Können wir nochmal versuchen. Bevor wir Game Over gehen, können wir hier mal einmal runter, können wir. Das ist jetzt blöd. So nah war es dran. So hier, genau das müssen wir tun. Die ausweichen. Das ist die Taktik. Ausweichen. Ha! Also genau das nicht. Halbes Herz noch. Verdammt. Ich tue mich auch schwer. Ich tue mich so schwer hier. Wenn die Switch gleich ausgeht, müssen wir es offscreen weitermachen. Das ist dann, ja, dann limitiert das die, begrenzt das hier die Einsatzmöglichkeiten. Ich werde das jetzt versuchen, ich werde das jetzt ein paar Mal noch mit euch gemeinsam versuchen, aber ja. So ist gut, den einen weglocken und dann jetzt mal ein bisschen Konzentration hier. Ins Ausweichen hier. Immer da sein, wo der nicht ist.
Mal gucken, bis es wieder rot wird. Da wird's rot. Verdammt! Okay, ich glaube nicht gut, sagte er. Ja. Na komm. Ich glaube, viermal muss ich den nur hitten. Besser. Die bewegt sich immer schneller. Immer ungeahnter. Immer unberechnungs. Na komm. Der letzte Versuch war doch jetzt einigermaßen. Das war auch gar nicht schlecht. Ich entwickle mich. Ich werde besser. Tja, richtiger Noob hier. Haut mich nicht dafür. Ich bin wirklich, ich habe schon im ersten Part, habe schon im Intro gesagt, also noch nicht im Intro, aber im Titelbildschirm habe ich es euch schon gesagt. Also sagt nicht, dass ich es euch nicht gesagt hätte. Also es ist wirklich, habe ich schon gesagt, dass ich habe mal in Link Between Worlds gespielt. Das ist so sehr gefällt, dass ich das Projekt beendet habe. Also ich bin wirklich ein Noob vor dem Herrn. Ich bin hier wirklich blutiger Anfänger. Also ich muss, also ihr seht's ja. Es ist. Ich habe da wirklich, ja, wenig Erfahrung mit. Die grobe Spielmechanik kenne ich noch aus A Link Between Worlds. Nein, das Let's Play werde ich nicht mehr veröffentlichen. Das werde ich nicht mehr. Das ist privat gestellt. Das werde ich jetzt erstmal. Ja. Können wir vielleicht so machen, dass also einzelnen Personen kann ich es vielleicht. Ich kann es auf nicht gelistet stellen, glaube ich, und dann. Ich glaube, ich stelle das mal auf nicht gelistet und wer wirklich will, wer wirklich nachfragt, der kann ich mal per PN. Kann die Videos mal auf nicht gelistet stellen. Ich kann es euch schicken. Die Playlist und die Videos. Macht das so, dass das nur gefragte Leute. Ich glaube, das geht auch auf privat, also dass euch das schicke, wenn das wollt. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt jeder Zuschauer mich jetzt anschreibt. Wenn ihr es mir begründen könnt, warum ihr das unbedingt gucken müsst. Ja, es ist nicht so sehenswert, also kloppt euch nicht drum. Das ist 2016 oder 2017 ein Let's Play, das ist wirklich augenkrebskrank, ja, also. Also wenn ihr jetzt wirklich so heftiger The Legend of Zelda und Zwergenfürst Fanatiker seid, dass ihr jetzt wirklich da unbedingt den Link Between Worlds vom Zwergenfürst sehen müsst, kostet es was es wolle und dafür auch die schlechte Qualität in Kauf nehmt, die wirklich abgründige schlechte Qualität. Ich meine, ich weiß, meine Qualität ist heutzutage auch noch wünschenswert, aber nicht wünschenswert. Ah, jetzt haben wir ihn besiegt. Muss nur ein bisschen quatschen und dann ist noch ein bisschen was zu wünschen übrig, das wollte ich sagen. Ja, aber das waren wirklich damals noch 5 Stufen weiter unten. Wenn nicht 10. Du hast einen Herzcontainer erhalten, die maximale Anzahl der Herzen wurde erhöht und alle Herzen sind aufgefüllt. 4 Herzen, sehr gut. Irgendwann werden wir am Ende des Abenteuers 10 oder 12 haben. Was? Eine Muschelgeige. Ich dachte, das Triforce erwartet uns hier. Das Triforce, ich nenne es Triforce. Ein Musikinstrument. Dann können wir denn die Musik der Macht spielen am Ende. So wie in Spirit Tracks. Was ich mal privat gespielt habe, was nicht. Ich glaube, ich habe das nicht gebracht als Let's Play. Sumpf, ein Weg öffnet sich irgendwohin. Okay, wir haben ein Musikinstrument bekommen.
Und ich würde mal sagen, ich beende diesen Part. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in einen Part geschnitten habe. Ich hoffe es doch, dass ich das irgendwie in einen Part gekriegt habe. Hier kommt noch der Uhu. Uhu, das ist das ein Instrument der Sirenen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es wirklich findest. Dieses Instrument hat zusammen mit den 7 anderen die Kraft, den Windfrosch zu wecken. Also insgesamt 8, oder was? Du musst alle 7 finden, also an die 6 anderen. Und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nun führt uns der Weg in den Schleimsumpf im Norden. Und da war noch etwas. Ah ja, uhu. Ich glaube, da waren wir schon. War das nicht der Tümpel dort, wo wir schon mal drauf gegangen sind? Ja gut, wie auch immer. Ich sag mal, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt von The Legend of Zelda. Nicht Spirit Tracks, nicht Link Between Worlds, sondern Link's Awakening mit dem Zwergfürst. Ja, habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut da rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao, ciao. Okay, da kommen wir wirklich nicht hoch. Ciao, ciao. Hey, du da. Es ist etwas ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. Ja, ganz viele. Eine ganze Gruppe von Moblins. Dann sind sie zum Haus. Ja, dem Haus von Komet und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war wirklich böse. Finde besser selbst heraus, was geschehen ist. Ja, im nächsten Part. Ich wollte hier nur nach dem Möwendorf zurück. Ja. Bis dann und ciao.